So, liebe Leute, hier bin ich wieder und es ist gerade tags geworden. Mein Ei ist verschwunden. Nein, es ist hier drin. Es ist praktisch kurz davor zu schlüpfen, aber wir haben keine Milch. Wir werden später nach Milch suchen. Wir werden jetzt erstmal, ja, du hast schon ein bisschen hier. Das werden wir machen. Wir werden mit der Agentavis um die Welt reisen und looten, was das Zeug hält. Ich will mal wieder, also ich habe ja schon ziemlich gute Sachen eigentlich, aber ich will gerne richtig gut. Ein bisschen noch einen besseren Gigasattel, das wäre echt schön. Ist das ein? Oh, 476. Könnte ich mit 10. Mache ich aber nicht. Ist irgendwas drin? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Gucken wir mal, wo unser. Da hinten sehe ich schon die ersten Loots wieder. Sagen, da fliegen wir jetzt auch mal hin. Ist das da hinten überhaupt ein? Es könnte. Da hinten ist eine grüne Säule. Ah, es hat aufgehört zu regnen. Doch nicht. War nur das Auge des Orkans. Oh, da ist eine Giftwippe. Warum ist da eine Giftwippe? Naja, keine Ahnung. Habe ich irgendwas gemacht, von dem ich nichts weiß? War hier nicht gerade ein Strahl? Naja, da hinten ist zumindest der erste Lichtstrahl, den wir uns schnappen werden. Hätte ich vielleicht mit den Terranodon machen können, aber dann hätte ich nicht sowas machen können. So. Viel mehr Laune. Oh, sogar ein Ring. Ach, nur Scheiße. Naja. Fliegen wir einfach mal weiter. Hat jetzt aufgehört zu regnen. Naja, gut. Scheint zumindest der Fall zu sein. Da ist ein Lock weg. Das wäre so ein Titano. Je, wo kriege ich eigentlich verbesserte Sachen hiervon her? Gibt es eigentlich verbesserte Primal Sattel? Das warm ist mir warm, ey. So warm ist es doch gar nicht. Dam. Warum habe ich denn die Karte offen? Hinten war ich schon mal noch lange gar nicht. Unglaublich. So ein Zombie-Rex? Yeah. Ein Pegasus. Achtzehnhundertzwölf. 69.000 Torpo. Ich glaube nicht. Oder muss ich das auch wie ein normales Pferd passiv zählen? Ich hoffe, dass das genauso wie ein normales Pferd ist, dass ich das passiv zählen kann.
bitte sag mir, lass mich dich passiv sehen. Alter! Dass das viel aggressiv ist, hätte ich nicht gedacht. Alter! Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Vieh aggressiv ist. Das ist aber sehr ungünstig für mich jetzt. Passiv 10 geht schon mal gar nicht. Okay. Ich bin zum Glück nicht so weit von meiner. Bin ich weit von meiner Base entfernt? Oh ja, ein bisschen. Aber mit dem Tyranno, dann komme ich ja schnell wieder hin. Hallo? Ach, du Scheiße, jetzt habe ich gar nicht. Warum greift es mich nicht an? Das wird doch so nichts. Vielleicht ich brauch dafür eine Falle. Oder irgendein Tier, von dem ich aus ich schießen kann. Ah, nicht so leicht zu zähmen. Okay, habe ich irgendeine Scheiße, die ich. Alter, das Ding hat mich gekillt praktisch. Warum habe ich die Teile denn hier drin? Will ich das wissen? Das hat mich einfach fast gekillt. Kann ich das Ding bowlern? Ne, ich glaube eher nicht. Wir gucken mal kurz. Das ist ja schon mal nicht das, was ich erwartet habe, aber gut. Nightmare Pegasus. Ist das das? Top Knockout. Ach du Scheiße, das ist bestimmt ein geiles Viech. Aber wo ist es jetzt? Da ist es jetzt. Ich gehe einfach mal strikt davon aus, dass ich irgendwie etwas benötige. Ich bräuchte einen Greifen vielleicht. Ich habe jetzt keine Lust, noch einen Greifen zu zähmen. Ebenfalls ohne Falle nicht so einfach möglich. Ich habe Teile dafür eine Falle. Wir fliegen dahin und machen das mal, locken das Vieh in die Falle rein. Ich muss mir nur merken, wo bin ich jetzt hier ungefähr. Bei 29,8. Ach komm, wir stellen uns mal hier irgendwo hin, wo ich nicht angegriffen werde von irgendetwas, denn ich bin gerade nicht in der Lage, mich zu wehren. 30, 30, 47, okay. 30. 47, komm, die Kommazahlen machen wir noch. 0,9, 0,5. Pegasus. Pegasus, okay. Und ich würde sagen, wir kommen gleich wieder. Und ich fliege die ganze Zeit in die falsche Richtung, nur um das mal anmerken zu dürfen. Ich hoffe, das Ding ist noch da. Es ist ja zumindest aggressiv. Dass es jetzt noch fliehen würde. Alter, meine Rüstung ist komplett im Arsch. Und das Problem ist. Ach nee, das ist Flak-Rüstung, das ist Flak-Rüstung. Und das ist, glaube ich, auch Flak. Ja,
Das war auch Flakrüstung gewesen. Das heißt, ich kann das alles reparieren. Hoffentlich. Das sind. Ich hoffe, ich finde gleich das Pegasus gleich wieder. Naja. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Kampfdrohnen hier. Nur was das Herz als begehrt. Also Instant Kibbel, nein, nicht auf die Null packen, sondern da packe ich dann wieder das Ding hin. Okay, es war ursprünglich was anderes geplant, aber wir sind gerade mal bei 11 Minuten, das schaffen wir noch, das Winter, falls ich das Pegasus-Viech wiederfinde. Was sagst du? Oh, das ist da. Da oben fliegen auch welche rum. Okay, habe ich bisher noch nicht so drauf geachtet. Egal. Wir wollen dieses Pferd haben. Ich möchte es zumindest haben. Nightmare Pegasus. Klingt cool. Und es ist auch, sieht auch cool aus. Aber gut, das heißt, er sieht cool aus. Es ist ein stinknormales Pegasus-Ding. Und ah je. Gibt es jetzt eigentlich nichts Besonderes, wenn ich drüber nachdenke, so? Diese Baby-Titanus, ey. Das zwei Stück? Ne, sah anders aus. Okay, ich würde sagen, wir schnappen uns dann Utensilien. Haben es hoffentlich gleich geschafft. Hätte ich das vorher gerechnet, dass da ein Pegasus rumfliegt. Und vor allem dann noch 812, ne? Ist ja nicht einfach so ein Lobob-Viech oder so. Oh. Da sind zwei Blutdinger. Einmal rot und einmal blau. Soll ich mir jetzt die Mühe machen, dahin zu fliegen? Der rote scheint direkt bei meiner Base zu sein. Dann fliege ich aber nicht zum Blauen. Okay. Ja, der ist direkt da vorne. Na komm, den Blauen kann ich auch noch erreichen. Transponder. Flakrüstung habe ich bekommen. Das haben wir auch noch. Was habe ich denn jetzt? 859. Oh, sogar besser als das, was ich hatte. So, das sind 837. Brauche ich nicht mehr ganz so viel reparieren. Puh, ich glaube, ich nehme gleich den Pteranodon. Der ist ja ein bisschen schneller. Pfeile und das machen wir mal aus. So, wir reparieren noch kurz unseren Krempel. Also das hier und das hier. Bitte reparieren. So, okay. Ach, die Schuhe habe ich doch. Ja, toll. Warum habe ich die Schuhe jetzt repariert? Sind kaputt gegangen. Ach nicht. Mach die Handschuhe waren das, oder? Scheint zumindest allen Anschein nach so. Okay. Hier hatte ich aber auch schon was anderes noch gelootet gehabt. So, gelootet sage ich jetzt schon. Ist das normal? Ja. Das war das B-Motor, was ich herstellen wollte. Stimmt, deswegen war da die Giftwirbeln gewesen.
Ich habe ja versucht, eine Wirbahn in so eine Falle zu locken, um Milch zu bekommen. Jetzt ergibt alles wieder Sinn. So, du bist der schnelle Vogel, ne? Wie geht der? Ja, 500%. Ich hoffe nur, dass es irgendwie klappt. Und sieht das verfluchte Einhorn, Einhorn sage ich jetzt schon, Pegasus bekomme. So, zum Glück bin ich extrem schnell. Boah, es muss echt Laune machen, mit dem Ding zu fliegen. Mann, das ist aber auch schnell. Aber leider ist er doch schon recht weit weg. Für mein Glück wird dann gleich der Vulkan ausbrechen, während ich mit dem Pegasus beschäftigt bin. Aber das Ding macht schon ordentlich Damage, deswegen muss ich aufpassen. Das Ding so aggressiv ist, hätte ich nicht gedacht. Na? Okay, ich habe nicht erwischt. Fliege es aber nicht zurück. Aber bitte sag mir, dass das Vieh noch da ist und Zombie Rex ist. Boah, die Viecher sind einfach cool. Muss man ja mal lassen. Muss nur einen Ort finden. Oder das, da ist das Castle. Also ein Titano. Okay. Ist er schon unten? Nein, er ist noch nicht unten, aber er ist oben. Irgendwie hier so. Da ist ein Truthahn. Wo war das jetzt genau? Bei den Wasserfällen hier vorne, ne? Genau. Hier ist das Ding lang geflogen. Ich hoffe, ich finde es wieder. Ja, da oben fliegt es. So, das heißt, ich muss die Falle irgendwo aufbauen, wo mich am besten nichts stört. Ich glaube, hier passt nichts hin, aber wir können es ja mal versuchen. Das ist ungünstig. So, womit fangen wir an? Wir haben ein paar Pillars. Ich brauche nicht so viele. Was sind die denn? Ich hatte die doch gerade gehabt. Ich habe die in der Agentaris. Ich bin auch echt ein Vollidiot, oder? Habe ich die jetzt wirklich? Ja, tatsächlich. Ich glaube es ja nicht. Wie blöd bin ich eigentlich? Ah, aufs Neue, auf ein neues. Und hier lang. Ich bin echt ein Genie. Oh, ich glaub's nicht. Wie spät? Ist schon wieder spät? Ne, wir haben erst 8 Uhr. Vielleicht schaffen wir es ja heute in der Folge dann noch. Ding zu zähmen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, hier vorbeizufliegen. Da brauche ich nicht, wenn da unten eine Blitzwirbel ist. Ich erinnere mich noch an das letzte Erlebnis mit Blitzwivern und Tyrannodon. Das war nicht so prickelnd. Ich komme mir jetzt gar nicht hinterher. Wobei, wenn mir jetzt einer hinterherkommt, macht nichts. Dann schnappe ich mir hier meinen Giga. So. Bam, bam, bam. Wo bist du? Da ist das Tierchen. So. Brauche ich alle? Ich weiß nicht, ob ich alle brauche. Ich nehme alle mit. Nein, nicht mehr. Genau. So, und weiter geht's. Immer noch recht schnell, aber nicht mehr ganz so schnell. Okay. Geradeaus. Einfach nur geradeaus weiter.
Hier sind wir noch da hinten. Ich habe hier noch keinen Gigaspawn sehen. Naja, ist auch egal. Wir haben unsere Giga-Armee, wir haben sogar Nachwuchs, der jetzt von noch nicht geschlüpft ist. Aber potenziell haben wir Nachwuchs. So, auf ein neues. Ich bin mir sicher, dass das Pferd da reinpasst. Es ist ja nichts weiter als ein normales Pferd. Ich muss deswegen auf die Falle so bauen, dass ich dort ungestört bin. Ich muss eben ungestört sein. So, Pferd ist immer noch da. Und da sind die Agentaben. Deswegen sollte ich vielleicht doch einen anderen Ort wählen. Ist hier oben etwas Böses? Nur so eine rein neugierige Frage. Okay, aber hier scheint nichts zu sein. Gucken, ob wir die Falle hier hinbauen können. Nehmen wir die Hälfte mit. Und packen das wieder auf die 4. Ich sagte, wir packen das auf die 4. Bin mir nicht sicher, dass das so einfach klappt, aber. Wie? Bin ich echt komplett überladen? Kann ich nicht. Zack. Zack. Ach komm, weg damit und hau weg die Scheiße. So. Wieso bin ich immer noch überladen? Was habe ich denn an mir, was so schwer ist? Die Dinge? Verstehe das nicht, warum ich so überladen bin. Wie wiege ich denn? 50, geht doch. Ah, egal. Wir bewegen uns erstmal. So. Geht nicht in diese Richtung, aber in die. Okay. Ach, scheiße. Das ist blöd. Ich könnte das aber hier bauen. Und dann versuchen, einen vorzugehen. So. Hä? Hallo? Gut, das scheint zu klappen. Ach komm, er leckt mich doch am allerwertesten. Ernsthaft, warum klappt das denn nicht? Sind das die Steine, die am Weg sind? Warum mache ich das überhaupt nicht in diese Richtung? Das Pferd ist doch. Ist das Pferd? Auf welcher Seite ist denn das Pferd? Da, in diese Richtung. Dann macht es doch Sinn, das hier offen zu lassen, oder? Weil erinnert nichts an die Tatsache, dass das hier einfach nicht geht. Keine Ahnung. Okay, und weiter nach da können wir ja auch nicht. Da ist dann wieder blöd. Och, dann wissen wir, das geht zumindest in die Richtung. Es macht vielleicht auch mehr Sinn, dass den Scheiß hier. Zack. So. Okay. Jetzt habe ich da immer noch einen zu viel. Da kommt dann das wunderschöne Häuschen hin. So, das lassen wir. Sollen wir SD machen? Ach komm, wir machen SD. Hoffentlich passt das auch alles. Na? Ich weiß nicht, ob ich genug habe. Das ist das große Problem. Aber wenn ich bastel ich mir ein Eche. Boah. Habe. So. So.
So. Mir fehlen jetzt noch zwei Stück. Die kriege ich, glaube ich, schnell hin. Was brauche ich? Hallo? Ah. Stein. Holz brauche ich. Und Stroh. Wenn da oben kommt das Viech auf jeden Fall durch. Zack. Ja, so ist gut. Nein, so ist überhaupt nicht gut. Ach du Sch, was habe ich denn da für eine Scheiße gemacht? Wo ist denn dieser? Warum sieht das so hässlich aus? Bisschen schief, aber egal. Wir müssen das Tierchen nur hier reinlocken, irgendwie. Und wir brauchen Stein, ein bisschen Holz und das komische andere Zeug. Stroh. Der Pegasus fliegt hoffentlich immer noch hier vorne lang. Ach du Scheiße, meine Fresse. Ja, jetzt ist das Vieh natürlich hinter mir her. Schön gemacht. Blöd, Mann, geh aus dem Weg. So. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Holz. Und die Sache ist gegessen. So. Ich hoffe inständig, dass das ausreichen wird, um ein paar Ceilings zu bauen. Genau zwei Stück. Wunderbar. Fliegt mir in die falsche Richtung. Das ist gut. Okay. Zack. Ach du Scheiße. Ich muss auf dir drauf sein, damit das klappt, stimmt's? So. Jetzt brauche ich das Teil. Und jetzt muss ich. Oh. Was ich mir jetzt gerade frage ist. Das Ding despawned, war ja klar. Nein, da ist es. Die Frage ist, kann es Stein kaputt machen? Okay, es kommt auf mich zu. Es kommt sogar recht schnell auf mich zu.
Oh, wenn ich da durchpasse. Ernsthaft? Aber muss nicht sein, dass das unbedingt da durchpasst. Wir wollen einfach mal hoffen, dass das nicht der Fall ist. Okay, es passt da durch. Scheiße, Mann, ich erschrecke mich jedes Mal. Das heißt, ich brauche ein bisschen mehr Pillar. Okay, wir tun einfach mal so, als ob. Ach gut, ich kann ja schnell fliegen. Fliegst du jetzt bei mir herum? Gut. Wir brauchen noch die anderen Pfeiler. 7 Stück noch, das reicht vollkommen. Habe ich mir gedacht, dass das. Achso. Mist, das ist jetzt blöd, dass ich da durch, dass das Ding da durchkommt. Das ist jetzt echt. Warum kann ich das nicht dazwischen stellen? Das ist jetzt. Ah. So, vielleicht. Wo hast du den denn jetzt? Hä? Was zum Henker? Wann hast du den da dahin gesteckt? Den will ich nicht da haben. Ich will den dazwischen haben. So, vielleicht kriegen wir es noch hin. Das könnte funktionieren. So. Wenn nicht, dann bastel ich mir gleich noch ein. Vielleicht habe ich jetzt noch 2 Stück. 1, 2. Ich brauche einen einzigen Pillar gleich noch. So. Jetzt fehlt mir einer. Jetzt ist nur die Frage, komm ich. Ach ja, du mich auch. So, komme ich da jetzt? So, wenn ich hier. Hier komme ich durch, ne? Okay, hier komme ich nicht mehr durch. Das ist gut. Hier ist Durchgang und sonst komme ich hier nirgendwo mehr raus. Okay, das heißt, ich muss jetzt. Wie viel brauche ich nochmal für einen dieser Dinger? Ich glaube 150 Steine oder sowas, ne? Das sind die Small Pillars. Ich brauche aber die Large. Medium. So. Large. Large Pillars. So. Ich brauche nur noch Stein. Stein ist das Einzige, was mir jetzt noch fehlt. Gut, dass wir hier genug Stein haben. Das ist gut. Das ist natürlich auch, aber ich. Ne, es reicht noch nicht. Reicht echt noch nicht. Jetzt aber, oder? Na, also. So. Zack. So. Dann können wir jetzt das nochmal versuchen. Hoffnung, dass es diesmal klappt. Oh, durch die weißen, echt durch die weiße Schneegegend. Oh, es ist sogar schon hier. So, das soll mir erstmal auf diese Art und Weise folgen.
So. Ist da drin? Natürlich nicht. Okay, kommt aber nicht mehr da durch. Machst du es absichtlich? Kommen. Okay, ist ganz schön still, das Viech. Okay. Brauche allerdings nicht so viel Schuss. Ist doch passiert. Aber so aus reiner Neugier. Okay, ich treffe nicht. Okay. Ich dachte, ich hätte jetzt da. Und? Ach komm. Musste echt jetzt diesen Aufstand machen. So, bewusstlos. So, Instant Kibble haben wir. Ich bleib das Ding bei Pegasus. 30.000 Leben. Damage. Ah, das ist doch super. Die Dinge sind so. Ah. Nur so aus Spaß. Okay. Oh, der Vulkan bricht übrigens aus. War ja klar. Was habe ich gerade noch gesagt? Wenn ich mit dem Pegasus beschäftigt bin, bricht der Vulkan aus. Du brauchst mir jetzt nicht folgen. Ich lasse dich mal hier. Und wir schnappen uns mal. Gucken mal, was wir da so kriegen. Ach was, ach komm. Scheiß da was drauf. Ich habe so viele Kristalle bei mir. Ich habe ja außerdem habe ich ja jetzt einen inneres Triebzerkleiner. Ach, ich nenne das Ding nur Pegasus. Ich denke, dass das völlig ausreichend. Pegasus. Ich hoffe, das ist richtig geschrieben.
Ja, doch, steht ja sogar oben drüber. Ich muss auch richtig pfeifen. Hey, warte mal. Wahnsinn. Sag mal, wie lange geht das denn? Okay, es geht aber verdammt lange. Dann, dann, dann. Da ist ein Quetzel. Ist aber nicht so schnell, wie ich erwartet habe. Kann das irgendwas? Bärenfarm oder so? Ansonsten ist das nur ein Einhorn. Wo ist noch nicht mal ein Einhorn, ne? So. Ne. Dann, 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 dann. Komm, wir machen mal ein paar Screenshots hier. Dum, 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 dum. Bitte. Das sieht immer schön aus, finde ich. Vielleicht den kann Schaden. Ich kann aber auch mit Kometen um mich werfen. Ah, das kriegt doch Schaden. Ich habe übrigens Durst, fällt mir gerade so auf. 21%. So, wenn wir gleich zu Hause sind. Was ist das denn da bitte? Spinne und Tausendfüßer treiben es miteinander? Ist ja widerlich. Was da wohl für ein Kind rauskommt. Spinne mit 1000 Beinen. Aber egal. Mann, das hätte irgendwie Stil, eine Spinne mit 1000 Beinen. Dann die ganzen Megalanias. Wie viel Ausdauer habe ich denn überhaupt? Nur mal so rein neugierig. 12.000 Ausdauer. Ist schon fast immer so, als ob ich mit den Findest-Zettel latschen würde. Ist schon ein bisschen. So. Alter. Wand kriege ich doch dann auch platt, oder? Bam, bam. Da hinten ist der Vulkanausbruch und ich bin hier mit meinem Ausbruch. So. Voll übertrieben. Da, 6000 Schaden da.
Das habe ich jetzt nicht gesehen. 28 Level-Ups. Was habe ich denn? Ach ja, ich habe die Wyvern getötet. Also diese Kreatur ist echt schon stärker als man denkt. Was ist denn so für Nahkampfschaden? Nicht schlecht. Kannst du Bären fangen? Nur mal so aus reiner Neugier. Wenn, dann machen wir es aber richtig. Alles schön hier drauf packen. 4. 2400. Nicht 24.000. Aber die kann auch ganz gut Bären fahren. Also eigentlich ein normales Pferd mit Flügeln und einem Meteoritenangriff, der alles in Schutt und Asche legt. Und weil es so schön war, machen wir es gleich nochmal. Ach, du Scheiße. Alter. Liegt da irgendwie Kadaver auf dem Boden, aber juckt mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. So was von episch. Aber wir sind jetzt auch schon wieder bei 47 Minuten angelangt. Und eigentlich wollte ich eine Loot-Crate-Farm-Tour machen. Aber dann habe ich den Pegasus gesehen. Und ich dachte mir, komm, den schnappen wir jetzt auch noch. Und ihr seht, wo kommt das Fleisch von mir? Und ihr habt erst mal was gesehen, wie krass, mega stark diese Kreatur ist. Und von daher würde ich sagen, das war's für heute, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.